So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, im letzten Part haben wir uns einen höheren Ranger verwandelt und ich würde sagen, die bleiben jetzt auf ewig so stehen. Es sei denn, wir drücken einfach im Menü auf Fliegen. So, ich habe ein paar Attacken verändert. Gardevoir kann jetzt Fokusstoß, Sumpex und Kapilz Steinkante und ich glaube, mehr habe ich auch nicht gemacht. So, was ich kurz tun möchte, mir wurde da nämlich vor Ewigkeiten schon was gesagt von euch. Ich habe es nur ständig vergessen zu machen. Ich muss jetzt mal kurz nach... blub, wo ist es denn nochmal? Metaross, ne? Genau. Genau, ich soll zu einem Stein-Fan. Mit dem kuriosen Stein. Und da kennen wir natürlich die Devoncorp-Leute. Deswegen ist es sicherlich ein Ort, der ganz gut geeignet dafür ist. Und ich habe gerade gesehen, wie riesig der Pokéball ist. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir nie aufgefallen. Und ich möchte dich erst aber mal heilen. Denn unser liebes Altaria ist ja ein bisschen angeschlagen, nicht wahr? Vom letzten Kampf gegen Maike. So, und ich kann scheinbar doch schon auf Routen fliegen, allerdings nur, wenn ich die darauf folgende Stadt bereits besucht habe. Auch das ist etwas, was ihr mir gesagt habt. Danke dafür. Das heißt eventuell, was ist eventuell? Ich werde gleich direkt zur Safari-Zone fliegen. Doch vorerst möchte ich das hier, wie gesagt, ausprobieren. Hoffentlich ist mit Steinsammler nicht Troy selbst gemeint, sondern wirklich der Typ hier. Dieser Typ! So, ich habe etwas zu erzählen. Upsala. Lasst mich durch! Haben wir hier schon mal? Muss ja. Ich komme mir gerade so unbekannt vor, das Büro. Nun gut, das Büro kommt mir nicht ganz so unbekannt vor. Hallo, ich habe einen Stein. Oh, ich habe mir mal den kuriosen Stein gerade mal ganz genau angesehen. Das ist doch ein Taubos-Lied. Ach so. Aha, aha. So geht das also. Schön. Die Megasteine sind enorm selten. Du hast ein gutes Auge für wertvolle Gegenstände. Okay, alles klar, cool. Was wäre wohl passiert, wenn wir die ganze Zeit Tauber zum Tragen geben hätten? Wahrscheinlich gar nichts. Und bevor ich jetzt wieder durchs Büro gehe, sollte ich eventuell einfach den angenehmeren Weg wählen. Genau das habe ich gerade getan. Schön, nochmal einen Taubos Nied abgestaubt. Einfach so, weil wir es können. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf Safari-Tour. Ich bin gespannt, was sich da verändert hat. So, da ist die Safari. So, könnte ich da auch direkt hinfliegen? Ich kann direkt entfliegen. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat sich jeder Pokémon-Fan lange Jahre gewünscht. Und es ist endlich möglich. Jetzt stehe ich direkt vor der Safari-Zone. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ist das schön. Nun gut, cool. Dann auf da rein. Und würde sagen, los geht's. Wir müssen ja nichts zahlen, wissen wir ja mittlerweile. Und nur der Typ steht hier. Hallo, ihr Leute, herzlich willkommen. Ich wünsche dir, dass du viele Pokémon begegnest. Das wünsche ich mir auch. Ich habe unendlich viel Zeit, ja? Das ist echt interessant. Megacho! Okay, kein Problem. Das mache ich gerne und ich brauche hier offensichtlich ein Kunstrad. Wobei, nein, ich habe gehört, dass ich hier beide Fahrräder brauche, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich denke mal, wir werden uns diesen Part um die Safari-Zone kümmern, je nachdem, wie umfangreich und groß sie ist. Ne? Aber Pikachu möchte ich unbedingt fangen. Ich darf hier sogar die Pokémon ganz normal schwächen. Okay, es ist eher so eine, scheinbar nur so eine halbe Safari-Zone, so scheint mir. Und Vipita sollte nicht vorne stehen, aus genau diesem Grund. You are way too slow, bro. You are slow, bro. Oh, du bist entkommen. Sehr schön. Schicken wir mal Voltenso noch vorne. Das sollte jedenfalls schnell genug sein, um auch wirklich vor allem davonlaufen zu können. So, was gibt es hier noch so für Pokémon? Mein Radar sollte ich vielleicht auch aufsetzen. Ha, wusste ich doch. Wusste ich doch, ein Beleber liegt hier. Hier liegt Leber. Lecker, eine B-Leber. Das scheint mir nicht ganz so lecker zu sein. Aber ich möchte trotzdem durchs hohe Gras rennen, um dann wieder ein wildes Pokémon zu spazieren. Hallo Pikachu, wie geht es dir? Los Voltenso, wie geht es dir? Mann, wie geht es euch allen? Ich habe doch keine Ahnung. Fragen wir nicht weiter und flüchten einfach. Pikachu scheint ihr nicht ganz so selten zu sein. Ich möchte aber auch nicht mit meinem Fahrrad rumcruisen. Ich wollte kurz sagen, ich sollte Schutz einsetzen, aber das ist irgendwie etwas sinnlos für eine Safari-Zone. Wuflor, ja, okay. Bisher bin ich nicht so begeistert von dem, was es hier so gibt. Aber schauen wir doch mal, ob wir hier auch wieder verschiedene Safari-Gebiete haben. So wie vorher. Da oben, okay, ja, Kunstrad, alles Kunstrad. Okay, da komme ich überhaupt nicht durch. Ich habe auch schon gehört, dass man hier wohl angeblich beides braucht. Sowohl das Kunst- als auch das Eilrad. Das heißt also, man hat einen Indikator darauf, dass man hier später irgendwann im Verlauf des Spiels beide Fahrräder bekommt.
Hier muss ich auch deutlich mit dem Eilrad hoch. Dann schauen wir doch mal, was gibt es hier noch so? Wieder nur ein Duflor. Okay. Verzichtbar, du bist entkommen. Wollte ich nebenbei mal so angemerkt haben. Okay, da geht's auch lang. Dann gehe ich zuerst mal. Ich gehe erstmal die Wege ab, die ich auch ohne Fahrrad meistern kann. Oh, ein Dodu. Ein Dodu. Ach, der Klassiker. Dodo ist für mich einfach das klassische Safari-Zone-Pokémon. Guck mal, was ich habe. Ich habe eine Stärkeattacke, die ich dir sehr gerne entgegenwerfen würde. Bam. Das war gar nicht mal so wenig. Pflücker, das kannst du nicht bringen, Mann. It's super effective. Nun gut, ich habe wieder ein paar Bälle. Mal gucken, ob es ein Pokéball... Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber mal gucken, ne? Mal gucken. Oh, scheinbar. Haben wir Glück. Sehr schön. Klasse, Mann. Dodo wurde gefangen. Ehrlich, das ist doch wirklich nett. Wir haben einen Safari-Fund gemacht, Leute. Yay, hier gibt es bestimmt auch Taubsi für den Taubos-Need. Maybe. Dodo hat zwei Köpfe mit absolut identischen Gehirnen. Eine wissenschaftliche Studie hat allerdings nachgewiesen, dass es auch Exemplare dieses Pokémon gibt, die zwei unterschiedliche Gehirne haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, immer noch. In einem Körper. Was war das denn? Ist das ein Xatu? Oder... Wo ist es denn? Da. Ich wollte gerade sagen, ich komme noch nie im Leben da an. Nie im Leben. Ein Enton. Enton. Das werde ich mir natürlich auch schnappen. So, Enton, ich werde dich auch mit Stärke angreifen. Allerdings mit meiner Mega-Stärke. In der Hoffnung, dass es nicht zu viel Schaden macht. Aber ja, ne? Voltenso mit den Schwächen, das ist so ein kleines Problemchen gerade. Im Moment. Enton. Ich werde dich einfangen. Der Bedroher, falls du vorhast, mich physisch anzugreifen. Was wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Wow, das war ziemlich wenig. Ich hätte es doch ungemegert machen sollen. Da hätte ich nämlich zwei werfen können. Verdammt. Jetzt bin ich gezwungen, einen Pokéball zu werfen. Schauen wir doch mal. Bam. Ja. Sieht gut aus. Schön. Lasse, Mann. Enton wurde gefangen. Keine Ahnung, wer hat das gerade gesagt? Ich weiß es doch selber nicht. Phantom wurde wieder ein Eintrag gemacht. Das sind so herrliche Dinge, liebe Leute. So herrliche Dinge, die hier passieren. Registriert. Registriert? Das hatten wir schon. Enton besitzt mystische Kräfte. Wenn es sie einsetzt, erinnert sie nicht mehr daran. Es kann ein solches Ereignis offensichtlich nicht im Gedächtnis behalten, da es sich in einen tiefschlafähnlichen Zustand versetzt. Oh. Das würde erklären, warum es aber so abwesend ist. Aber das ist keine Information, die für uns jetzt allzu neu ist. Xatu tatsächlich. Wir haben einen, hätten eben einen Xatu sehen können. Ich habe es doch richtig erkannt, den Ruf. Dies. Das konnte einfach nur Xatu sein. Und da ist es auch schon. Ein wildes Xatu erscheint. Interessante Pokémon. Definitiv interessante Pokémon. So, Xatu sollte eigentlich wirklich viel aushalten. Ich denke mal, eine Stärkeattacke könnte weniger als die Hälfte Schaden machen. Denn die Defensive von Xatu ist nicht zu unterschätzen, liebe Freunde der Nacht. Definitiv nicht. Stärke, komm schon. Weniger als die Hälfte, oder? Jawohl, deutlich sogar. Was war das? Konfusstrahl? Ach, was sonst? Was auch sonst? Ich glaube es nicht, Mann. Los, Stärke-Attacke. Noch einmal, Mega-Karton. Und bam. Voll auf die Nuss. Nicht unriskant. Ich versuch's aber nochmal. Na? Okay, sehr schön. Aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte eigentlich eher, dass es überlebt. Okay, verdammt. Ich wollte gerade sagen, es könnte knapp überleben, aber es sollte einfach nicht sein. So, dann wilde Pokémon überall. Aber es ist dieser Fahrzeug. Und nochmal Exato, das ist das gleiche von eben bestimmt. So, dann habe ich eine neue Idee. Wir werden jetzt mal Hitzekollern. Mal zu gucken, wie viel es standhält. Ich weiß die spezielle Defensive leider gerade nicht auswendig von Xatu. Aber ich glaube tatsächlich, die physische ist besser. Aber trotzdem, es ist ein Nicht-Stab, aber es ist eine starke Attacke. Ne? Man kann es nicht so genau wissen. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Okay. Richtig eingeschätzt, dachte ich mir doch.
Auch wenn es knapp war, aber gut, das ist endlich mal ein vernünftiger Bereich, mit dem man auch ein Pokémon fangen kann, nicht wahr? So, Bälle. Wollen wir mal einen Pokéball werfen? Einen stinknormalen Pokéball, Leute. Glaubt ihr das? Hm? Ja? Scheint zu klappen. Klasse, Mann. Xatu wurde gefangen. This is so nice. Schön. Und wir kriegen nochmals einen Eintrag. Wir sind ja voll im Fangwahn. Blick. Mystik. Weiblich, natürlich. Ihr guckt nur drauf, die anderen waren bestimmt auch weiblich. Oder eben nicht, weil ich nicht drauf geguckt habe. Xatu steht den ganzen Tag bewegungslos herum und starrt die Sonne an. Ja, das sieht man an der Grafik. Einige Menschen verehren es als mystisches Pokémon. Sie glauben, dass Xatu in die Zukunft sehen kann. Hm. Interessant, dass es unten ganz normal auf dem Boden stand. Das ist in der Tat interessant. Vielleicht ist es seine Pokémon-Ami-Grafik und ich wollte nicht angeln. Ich wollte doch gar nicht angeln, ich wollte mein Fahrrad so da. Hi, Typ. Und ich wollte direkt wieder absteigen. Ich sorge dafür, dass die Pokémon immer ausreichend zu essen haben. Jeden Tag gibst du ihnen die krassesten Sachen. Das ist ja der Oberknüllermann. Was war das denn? Was bist du denn? Das habe ich gerade gar nicht erkannt. Ein Woing genau. Das wird aber... Ich versuch's mal. Das könnte äußerst riskant zu fangen werden, meine lieben Freunde der Nacht. Bam, badam, bam, bam. Dann will ich Woing genau. Woing, Woing. Dann bitte einmal den Mega-Ladungsstoß. Und gleich kommt der wahrscheinlich der Spiegel-Cape. Weil er nicht damit rechnet, dass ich ihn speziell angreife. Na, eher nicht, dass ich physisch angreife. Bedroher, ja, das interessiert wohl genau bestimmt mit Sicherheit total viel. Wo ist da sogar ein Crit? Und Paralyse, das ist schön. Vielleicht ist es paralysiert. Abgangsbunt, okay, das ist mir lieber. Als den anderen Kram. Wenn du so machen könntest. Gut, ich werfe wieder einen Pokéball. Bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Warum also nicht? Bong! Du! Oh, ja, vielleicht deswegen. Vielleicht, weil es einfach nicht möchte. Voltwechsel! Das ist eben mal ein Volltreffer. Ich darf nochmal darauf aufmerksam machen. Warum? Hat das denn jetzt gereicht? Das war doch ein Crit eben. Der Zufallswert war ein Arsch. Ich mag dich auch nicht mehr, Zufallswert. Nö. Das sollte einfach nicht sein. Okay, aber wirklich genau umgucken können wir uns hier irgendwie, scheint mir so gar nicht. Vielleicht später nochmal, wenn wir wirklich zwei Fahrräder kriegen. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, man merkt schon die deutlichen Spuren des Kunstrades. Das war, glaube ich, wieder nur ein Dodo, oder? Ist das ein Rihorn? Wenn, dann sollte ich vielleicht nicht Voltenso vorne haben. Es sieht ein wenig so aus. Ich hab Pilz. Kapilz sollte das gut schwächen können mit Tempo Heap. Ist es ein Rihorn? Ich habe gerade den Ruf halt überhaupt nicht erkannt. Aber ja, das ist ein Rihorn. Ich erkenne ein Pokémon doch noch, wenn ich seine Silhouette sehe. Who's that Pokémon? Yeah, it's Rhydon. Nein, Rhydon war, glaube ich, schon die Weiterstufe. Und könnten diese Zufallswerte und oder Crits einfach mal aufhören? Das wäre voll schön. Da muss ein Megastein. Wir sind alle ehrenwerte Mitarbeiter und arbeiten somit völlig unentgeltlich. Tja, der Besuch der Safari-Zone ist super kostenlos. Und ihr seid ebenfalls alle Zwillinge. Da komme ich natürlich nur mit dem super krassen Ultrarad hoch. Und ja, genau so heißt das. Das super krasse Ultrarad. Wer kennt es nicht? Dab, 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 dam. Und da hinten können wir auch noch lang. Die Frage ist, möchte ich dies? Und hier komme ich nicht weiter. Oder gar nicht? Muss irgendwas sein. Das war ein Donphan, glaube ich. Es klang sehr danach. Klang sehr donphanig. So, wollen wir auch noch schauen, ob wir dort oben noch was reißen können. Nein! Gut. Ich bin durchgekommen. Ich glaub's ja gar nicht. Das Wasser ist voll blau. Ja, und ich möchte Surfer einsetzen. Gibt es nämlich auch ein paar Pokémon, wie ich gerade sehe. Vielleicht gleich nochmal. Hier ist schon wieder irgendwas. Okay, doch nicht mehr.
Wo will ich lang, liebe Leute? Wo gehe ich hin und wie viel Zeit wird mir noch bleiben und so weiter? Das kennt ihr ja mittlerweile. Oh, eine TM. Eine TM? Solarstrahl! Brauchen wir nicht. Aber immerhin haben wir's. In der Theorie könnten wir es also benutzen. Dann schauen wir nochmal, was es da oben noch so gibt. Außer hohes Gras natürlich. Und da ist auch ein Typ drin. Da steht ja einer. Wenn wir das Gras wirklich noch zacken können, was würden die wohl dazu sagen, wenn wir es einfach damit anfangen würden, jetzt hier die ganzen Sachen zu zerhacken. Oh, da ist noch eine TM. Nein! Verdammt nochmal! Deine Schuld ist das! Trotz des Namens der Fahrradtode gibt sich die Landschaft dich sonderlich von der anderen Gegend ab. Zäune und Käfige sucht man ebenfalls vergebens, weshalb die Leute los in Laune kommen und gehen können. Komme ich da überhaupt hin? So ganz ohne. Hier war noch was. Ich bin schon fast gewillt, mir das Kunstrad zu holen und nochmal zu kommen. Und ich glaube sogar, das werde ich tun. Jupp. Fliegen. Altaria. Bitte schön einmal dorthin. Bin ich nach Malvenfro gegangen oder auf die Route daneben? Ich hoffe auf Malvenfro. Denn das ist es, was ich wollte. Katsching. Nein, ich bin daneben. Egal. Ich bin voll daneben, ey. Holen wir uns das Kunstrad doch einfach mal ab und gucken, ob wir damit noch... Was ist das für einer? Hat er auch weiße Haare? Er ist genauso wie ich! Oh mein Gott! Naja, fast genauso wie ich und da wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht in die Miete. Ich wollte mir doch nur mal schnell ein Kunstrad abholen. Ein Kunstrad, verdammt nochmal! Hört ihr denn schlecht? Du da, gib mir ein Kunstrad. Ja. Das war unglaublich nett von dir. Ich danke dir 63 Mal, wenn ich gerade nicht damit beschäftigt bin, etwas anderes zu tun. So, dann wollen wir mal wieder zur Safari-Zone und der Sache auf den Grund gehen, ob wir wirklich beide Räder brauchen, um da weiterzukommen. Das habe ich halt jetzt echt nicht allzu selten gehört, dass das der Fall ist. Deswegen bin ich umso gespannter darauf. Und ab geht's in die Safari-Zone mit 5000 Pikachu, wie wir ja mittlerweile gemerkt haben. So, wo gehen wir da am besten zuerst lang? Ich würde sagen hier, weil es sich gerade anbietet. Blopp. Okay, jo, oi, 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 hopp, 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 hopp. Schön. So. Da oben war der Megastein, oder? Weiß es nicht. Hier war... irgendwas anderes. Boing, 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 boing. Ach ja, ich mag das. So. Hier scheint aber tatsächlich... Ah doch, da geht's weiter. Okay, ist aber nichts. Vielleicht für wilde Pokémon? Gibt's hier irgendein besonderes wildes Pokémon oder so? Das könnte sein. Schauen wir nochmal kurz. Und zwar... ein Duflor. Ja. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich. Ich glaube aber eben trotzdem ein Rihorn oder sowas gehört zu haben. Ist ja an sich auch jetzt nicht so wild. Ich wollte sowieso erstmal die Zone... Also primär möchte ich diese Safari-Zone einfach erforschen. Weil es hier offensichtlich noch ein paar schöne Sachen gibt. Einen Megastein haben wir gesehen. Und noch eine TM. Wir hoffentlich auch drankommen an beides. Plopp, plomm. Und ab nach unten. So. Hier muss ich auf dem Fahrrad direkt aufbleiben. Wo komme ich denn jetzt heraus? An einen ganz neuen Ort. Oh, da liegt noch eine TM. Noch eine TM. Meine Güte, was es hier nicht alles zu entdecken gibt, liebe Leute, nicht wahr? Oh, da liegt noch was. Und da ist doch etwas, was mich anspringt. Hoffentlich kein Wohin genau. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ein Eton. Damit habe ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, das ließ sich sehr angenehm fangen, weil es gerne bei uns sein wollte, Leute. Ja! Natürlich wollte es das. Genau das war der Grund. Ein Calcium. Das ist schön. Thank you very much. Moment mal, da komme ich nicht hoch. Okay, ja. I see. Ich weiß, was die Leute meinten. Mit, oh, ein Girafarig. Ja genau, ich weiß, was die Leute mit Girafarig meinten. Nein, das meinte ich nicht. Es ist so ein Psycho-Pokémon, aber ich greife einfach trotzdem mal an. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache.
Kapilz ist einfach zu strong. Ich sollte es nicht zum Schwächen verwenden. Definitiv sollte ich das nicht tun. Komisch, dass wir schon ein Bronzesymbol da unten haben. Pikachu. Ja, da komme ich echt... Nun gut, wir kriegen offensichtlich wirklich beide Räder. Da ist noch eine TM. Wenigstens den Megastein würde ich noch gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. So ganz ungelogen mal. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch dran. So. Erstmal wieder zurück. Wenn ich da runterfalle, ne? Das wäre so schmerzhaft. Also denke ich jedenfalls mal, dass es nicht sehr angenehm wäre. So. Dum, bam, 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 bam. Und es ist ein... Ein Dodo. Dich haben wir doch schon gefangen. Ich hoffe, ich kann vor dir fliehen, weil der Pilz sich gerade für sein Int bekannt ist. Okay. Aber es ist schnell genug, um von den ganzen Leuten hier davonlaufen zu können. Das ist schön. Pikachu, schon wieder. Und du bist, mein Freund, ein Dufloor. Oh yeah. Kapilz wurde gefangen. Nee, Moment, wurde es nicht. Aber Kapilz wurde in den Kampf geschickt. Und ich bin entkommen. Boah, es gibt so viele Routen, die ich jetzt erforschen könnte noch. Also so viele Dinge, zu denen ich noch hingehen könnte. Ich glaube, ich werde auch zuerst die Route um den Pyroberg herum machen und dann erst den Pyroberg, damit wir einen flüssigeren Story-Übergang haben. Warte, hier war der nicht der Megastein. Hier ist bestimmt ein Item. Oder auch nicht. Hier ist ja vielleicht auch einfach gar nichts. So mysteriös, so mysteriös. Kann ich da links vielleicht noch mal? Ja, tatsächlich. Und da ist auch der Megastein. Es ist ein Absolut. Yeah! Da haben sich bestimmt einige gefreut, als sie ihn gefunden haben. Denn ich weiß, dass Absolut sehr beliebt bei euch ist. Bei vielen von euch so, meine Güte. Ich wollte doch nur da runterspringen. Und was ist dort? Nur ein bisschen Sumpf? Nur ein kleines bisschen Sumpf? Komm schon, da fühlst du dich doch am wohlsten, Sumpex, nicht wahr? Das war wieder ein Xatu. Und da rechts kann ich nicht ran. Beziehungsweise, da war ich schon, aber da konnte ich... Also von hier aus kann ich ja nicht weiter. Da bin ich ja... Über den Weg bin ich ja hergekommen. Das war die Grundaussage, die ich treffen wollte. Aber es kam nur Kauderwelsch aus meinem Kopf. Nein! Und die andere TM, da kommen wir offensichtlich auch nur mit beiden Rädern dran. Das ist spannend. Oh, ein Scaraborn. Scaraborn, so. Nun gut, mein kleines, dann schwäche es mal. Entsprechend mit einer Steinkante. Uiuiui. Autsch, tschüss, Kapilz. Ach ja, Pokémon, die mich mit Konter angreifen. Immer wieder herrlich, immer wieder nicht schön. So, ganz und gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal... Ich habe jetzt aber die Hoffnung, dass Feuer-Odem nicht ausreicht. Würde mich doch schwer wundern. Vielleicht paralysiere ich es. Nein, leider nicht. Leider nicht. Na gut. Ist in Ordnung. Bam, 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 bam. Ich versuche es mit dem normalen Pokéball. Dieses Scaraborn zu bändigen! Ergo einzufangen. Aber im Grunde genommen ist es ja das Gleiche. Wenn man es mal ganz neutral betrachtet. Sehr schön! Klasse, Mann! Scaraborn wurde gefangen! Ach ja, das war immer so der Fund schlechthin in der Safari-Zone, nicht wahr, liebe Leute? Nicht wahr? Ich weiß. Scaraborn! Typ, Größe, Gewicht, alles Mögliche. Und es ist weiblich! Scaraborn hat scharfe Krallen an den Füßen. Diese bohren sich fest in den Boden oder an die Rinde eines Baumes und geben diesem Pokémon einen sicheren Halt. So kann es seine Gegner mit seinem imposanten Horn wegschleudern. Das möchte ich aber nicht, dass es das tut. Denn im Zweifelsfall ist das schmerzhaft. Hi. Fängst du deine Savaration auf fleißig Pokémon? Solange du sie so gut behandelst, soll es mir recht sein. Natürlich behandle ich die Pokémon hier gut. Ist hier noch was versteckt? Da hinten. Da! Ein Sonderbonbon. Nun gut, aber ich glaube, sind wir hier fertig und können nichts weiter tun. Ich will mal ganz kurz einen Schutz anschmeißen, um den Rest zu erforschen. So. Die Wahrscheinlichkeit sinkt. Das freut mich. Nun gut, also hier waren wir jetzt. Jawohl. Ich glaube aber, in das Gebiet da hinten kommen wir nicht mehr rein. Ohne das Eilrad.
Nee, sieht nicht so aus. Nee, na gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, verschwinden wir von hier. Das wäre erstmal die Safari-Zone. Offensichtlich können wir da später nochmal hin. Logischerweise, denn da waren einige Orte, die wir noch erforschen müssen. Naja, einige, zwei. Und das ist immerhin für zwei TMs. Und TMs mögen wir, also ich persönlich. Ihr wisst, worauf das hinausläuft, nicht wahr? Genau, auf einen weiteren Besuch der Safari-Zone natürlich. Gut, aber erst einmal unsere Pokémon heilen, denn die sind etwas angeschlagen durch die ganzen Fangaktionen da eben. Fies, fies, fies. Dum, 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 dum. Ey, Mann, komm zu mir. Thank you. Oh Gott, meine Stimme, was war das denn gerade? Was war das denn gerade? So, ich werde mich noch auf Position begeben, sodass wir dann die nächste Route erforschen können. Und das müsste dann ja hier sein. Genau. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ich genieße diese Funktion sehr, also dieses freie Fliegen. Und zurück. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war erst einmal Pokémon... Moment, ich gehe noch dahin, wo ich eigentlich hin wollte. So, jetzt aber. Das war Pokémon Alpha Saphir für heute. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Bis dahin. Ciao.